Sieht doch gar nicht so schlecht aus für die Aktienmärkte, könnte man meinen. Wenn wir uns die Wall Street gestern mal anschauen, dann sehen wir, dass vor allem der Nasdaq sich deutlich dann nochmal hat erholen können, dass die US-Indizes doch etwas deutlicher ins Plus gedreht sind, vor allem die Tech-Werte. Aber da gibt es etwas, was mich wahnsinnig stutzig macht, und das ist die Dollarstärke. Wir sehen, dass Gold jetzt unter die 1900er Marke gefallen ist, dass der Euro unter die 1,17 gefallen ist. Wir sehen also die Dollarstärke derzeit, und das ist nach meiner Auffassung etwas, was die Bullen am Aktienmarkt auf dem Schirm haben sollten, denn das ist gefährlich, da ist irgendetwas im Busch, denn wenn der Dollar aufwertet, dann gibt es irgendwo Finanzierungsbedarf, Liquiditätsengpässe im Dollar, denn die Welt ist im Dollar verschuldet. Man leiht sich gerne Dollar zum Beispiel, um Carry Trades auszuführen, also um zum Beispiel bestimmte Dinge gehebelt zu handeln, und wenn dann Risikoaversion entsteht, dann muss man solche Positionen rückabwickeln, und so ist eben letztendlich eine Konstellation erkennbar seit März, die praktisch fast ein 1:1 spiegelbildliches Szenario entwirft zwischen Dollarstärke und Aktienmärkten. Aktienmärkte stark, Dollar schwach, Dollar stark. Aktienmärkte schwach, praktisch Dollarstärke ist Risk Off, Dollarschwäche ist Risk On. Schauen wir uns aber mal an, was im asiatischen Handel passiert ist. Hier sehen wir zunächst mal, dass der Dollarindex stärker wird, hat jetzt seinen 50-Tages-Durchschnitt überschritten, und Gold wird schwächer, hat jetzt seinen 50-Tages-Durchschnitt unterschritten. Wir sehen also, dass sozusagen hier möglicherweise eine Bodenformation im Dollar erkennbar ist, und das wäre schlecht, nicht nur für Gold, sondern schlecht wahrscheinlich auch für Risikoassets. Das ist sozusagen das Problem, und schauen wir uns mal diese Korrelation an, die ich immer wieder angesprochen habe zuletzt. Wir sehen eben praktisch jetzt diese negative Korrelation zwischen Aktienmärkten hier am S&P 500 und etwa dem Dollarindex. Die ist praktisch auf historischen Hochs. Das ist etwas, was wir im Auge behalten müssen und sollten. Zumal die Stimmung gegenüber dem Dollar extrem negativ ist. Scheint ja Sinn zu machen. Die Amerikaner, die Billionen für Billionen hier verpulvern, um ihre marode Wirtschaft zu retten. Ich hatte gestern ein Gespräch mit Heike Buchter von der Zeit, die in New York ja lebt, und sagt, das ist schon eine wahnsinnige Abstiegsgeschichte, auch wirtschaftlich, die da passiert. Und das ist wirklich etwas, was normalerweise ja den Dollar schaden müsste, nämlich, dass man sagt, ja, okay, das ist wirklich unsolide, was da in den USA passiert, haushalterisch. Aber es ist eben so, der Dollar ist die Weltleitwährung. Damit ist das sozusagen ein anderes Spiel. Es geht nicht nur eben um das, was die USA veranstalten, sondern es geht darum, welche Bedürfnisse die anderen in Richtung Dollar haben. Das ist der entscheidende Punkt. Jedenfalls sehen wir, dass in dieser Umfrage, die seit 2015 hier läuft oder die man seit 2015 macht, die negative Erwartung für den Dollar so stark ist wie noch nie. Das ist sozusagen natürlich ein Kontraindikator. Wenn alle letztendlich einen fallenden Dollar erwarten, dann passiert meistens das Gegenteil davon. Und wir sehen hier zum Beispiel mal in den Charts oder einen Chart von Capital.com, den Euro-Dollar im Tageschart, und da sehen wir, das sieht aus wie eine fertige Umkehrsituation. Da hat man einen Top ausgebildet, es geht oben seitwärts, mal rauf, mal runter, und wir scheinen jetzt diese Range nach unten zu verlassen, und dann wäre reichlich Raum für einen fallenden Euro-Dollar. Das ist vielleicht besser für den DAX, aber für die Aktienmärkte insgesamt nicht so wahnsinnig gut. Und wir sehen eben hier auch Gold jetzt auch im Tageschart. Das sieht möglicherweise auch zunächst mal nach einer Auflösung nach unten aus. Und wir hatten ja durchaus eine relativ enge Konstellation, wahrscheinlich aufgrund des Dollars, zwischen den Aktienmärkten und Gold. Also sind die Aktienmärkte gestiegen, dann ist der Gold auch gestiegen und umgekehrt. Und erinnern wir uns, Gold hatte zunächst ja ein Allzeithoch erreicht, bevor dann kurze Zeit später die Aktienmärkte folgten, dann fiel Gold, und die Aktienmärkte haben diese Korrektur, die Gold schon vorher gemacht hat, dann später nachvollzogen. Gold sozusagen als Vorbote auch für die Aktienmärkte, das wäre eine interessante Beobachtung. Jedenfalls sehen wir, wenn wir uns mal jetzt anschauen, was eigentlich die europäischen Banken machen, da ist der Stoxx 600 Bankenindex, der ist jetzt unterhalb des Niveaus, das wir auf dem Hochpunkt der Finanzkrise gesehen haben. Es rappelt also, das ist normalerweise jetzt nicht das allerbullischste Zeichen, wenn wir sehen, dass die Banken
Banken in den die Banken in Europa schlecht laufen. Wir haben jetzt zuletzt ja auch gesehen, dass die Banken in den USA nicht gut laufen. Warum? Weil eben dieser Stimulus immer unwahrscheinlicher wird und damit hängen auch in den USA viele Kredite schief. Wenn sozusagen hier keine weiteren staatlichen Hilfeleistungen kommen, dann werden die Banken in den USA Kreditausfälle haben. Aber hier besonders auffällig die Schwäche der europäischen Banken, und schauen wir uns mal die deutschen Banken an. Die haben in den letzten drei Handelstagen 10% verloren. Alle deutschen Banken haben jetzt eine kombinierte Marktkapitalisierung von 21 Milliarden Euro. Das ist ein Witz eigentlich. Da kommt jede amerikanische Hinterzimmerbude mit solchen Bewertungen, teilweise höher, obwohl da gar kein funktionierendes Geschäftsmodell, geschweige denn Gewinne zu verzeichnen sind. Siehe Nikola und andere wunderbare Stories. Jedenfalls, das sollte man auf dem Zeiger haben. Der DAX bisher noch einigermaßen unbeeindruckt. Wir sehen hier diese Erholung nach dem Abverkauf, aber es ist ein bisschen wackeliger als der doch sehr impulsive Abverkauf. Der DAX jedenfalls kann sich ein bisschen stabilisieren. Mal sehen, wie das heute weitergeht. In Sachen USA sieht es jetzt so aus, dass man diesen Government Shutdown zumindest jetzt doch erstmal vermieden hat. Man hat jetzt eine sogenannte Stopgap-Bill verabschiedet oder hat sich darauf geeinigt. Zwischen US-Demokraten und Republikanern, muss im Senat noch bestätigt werden, wird aber wohl dann auch dort bestätigt. Damit wird man dann ein paar Wochen jetzt erstmal wieder die Regierungsgeschäfte, die Ämter offen halten können, die ja sonst am 1. Oktober hätten schließen müssen, aber das geht nur bis kurz nach den Wahlen. Dann ist da auch wieder Schluss und dann gibt es da auch wieder Verhandlungen. Gestern hatten wir den viel erwarteten Battery Day von Tesla und Elon Musk hier. Der hatte hier noch gute Laune. Nach dem Battery Day, wenn er auf den Aktienkurs von Tesla guckt, vielleicht nicht mehr so sehr stark. Musk hatte ja angekündigt, Battery Day, people, wait until Battery Day, it's gonna blow your mind. Es wird dir also das Gehirn geradezu rauspusten vor Begeisterung. Naja, die Begeisterung, die sehen wir hier in dem Kursverlauf von Tesla nachbörslich. Man war ja im regulären Handel deutlich in Vorfreude auf diesen Battery Day nach oben gelaufen. Dann aber ist die Aktie 12% gefallen von praktisch dem Hoch, das wir gesehen hatten im Intraday-Tagesverlauf. Also Tesla hat jetzt hier ein Problem. Warum? Weil Elon Musk eben angekündigt hat, ja, wir werden in drei Jahren werden wir ein elektrisches Auto anbieten können. Ein E-Auto anbieten können für $25.000. Das Problem ist nur, das Gleiche hatte er schon mal 2018 angekündigt. Ich habe nichts gegen Elon Musk. Im Gegenteil, ich finde Leute, die kreativ sind, die innovativ sind, die etwas wagen, die finde ich grundsätzlich gut. Verwalter haben wir genug, vor allem in Deutschland. Da gibt es viel mehr Verwalter als Innovative. Das ist ja eins unserer großen Probleme. Das Problem, das ich nur sehe, gerade anhand von Tesla und Elon Musk, ist, dass man hier praktisch seitens Teslas die Vergütung für Leute wie Musk und andere nur an dem Aktienkurs festmacht oder fast nur am Aktienkurs festmacht, sodass es einen starken Anreiz gibt, eben den eigenen Aktienkurs massiv nach oben zu treiben, Luftnummern zu produzieren. Und so entstehen eben solche Luftnummern wie der Battery Day. Ich habe in Foren gesehen, ja, der Battery Day kommt. Das war wie so ein Heilserlebnis der Religionsgemeinschaft Tesla. Aber man sieht, dass auch Messias teilweise menschliche Züge haben, wie eben bei Elon Musk. Gehen wir weiter, was haben wir noch? Wenn diese Grafik sich mal aufpoppte, kaum wartest du eine Stunde, vielleicht kommt sie dann. Jetzt hat sich scheinbar diese ganze Geschichte hier aufgehängt. Nein, da ist sie. Wir gehen nochmal zurück in die USA. Ja, man braucht einfach nur Geduld. Ja? Wenn du eine Stunde wartest, dann wird jede Grafik irgendwann dargestellt. Das ist Wahnsinn, was die Computer heute schon leisten können. Gell? Hier sehen wir, was wir hier in den USA haben. Warum dieser Stimulus eigentlich so wichtig wäre. Wir sehen hier Restaurants, die schließen. Es sind mehr Restaurants, die jetzt dauerhaft geschlossen haben als temporär. Wir sehen Shopping und Retail massiv betroffen. Das sind die beiden Branchen in den USA, die diesen Stimulus bräuchten. Es kommt der große Schmerz, und das gilt für die Corona-Krise insgesamt, der kommt erst noch. Man hat ja sozusagen die Leute jetzt erstmal mit Drogen ein bisschen betäubt, aber die Wirkung der Drogen lässt nach. Man muss bald Insolvenz anmelden. Jetzt hier in Deutschland, in den USA kommen eben diese Gelder jetzt nicht mehr. Das heißt, der Schmerz, der ist verzögert worden, wird aber eben dann verzögert doch eintreten. Und wir sehen hier
dass die Volatilitätserwartung massiv nach oben steigt. Wir sehen hier zum Beispiel den Spread, also die Differenz zwischen November-Oktober-Futures beim VIX, also praktisch in dem Zeitraum, in dem die US-Wahl stattfindet. Ich hatte gestern ja schon gesagt, dass man hier warnt seitens einiger US-Banken, dass wir möglicherweise Wochen nach dem Wahltermin am 3. November noch nicht wissen, wer wirklich US-Präsident ist. Interessant zum Beispiel, Interactive Brokers hat jetzt mitgeteilt, dass man die Margins erhöhen wird für Aktien und für Optionen, eben weil man mit verstärkter Volatilität rechnet. Also das ist etwas, was möglicherweise hier noch vor uns liegt, dass wir da einen ziemlichen Volasturm zu erwarten haben. Und was haben wir noch? Habe ich noch eine Grafik für Sie? Ja, ich glaube, eine habe ich noch im Petto, nämlich das ist eigentlich der Nasdaq. Das sieht charttechnisch gar nicht so schlecht aus. Da haben wir zwar diesen Abwärtstrend, aber wir haben eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation hier beim Nasdaq Future. Aber wie gesagt, der Dollar als Warnzeichen, die Dollarstärke als Warnzeichen, das ist ein Punkt, der nachdenklich stimmen sollte. Da scheint irgendetwas sich zusammenzubrauen, was jetzt schon antizipiert wird. Paradoxerweise durch Dollarstärke, obwohl die Schwierigkeiten, die Probleme wahrscheinlich von den USA ausgehen werden. Schauen wir mal, wie es weitergeht, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren und sonnigen Handelstag und sage Servus und Ciao.